Dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Diesmal nehme ich euch mit nach Atlantic City. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg dorthin. Und ja, das Video wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein, als es davor von Philadelphia, weil wir einfach nur eine Nacht hier sein werden. Und so super viel ist in Atlantic City eigentlich gar nicht. Wir werden uns einige Hotels angucken, die Casinos darin. Und dann ist es eben auch direkt an der Jersey Shore. Und genau, wir werden uns ein paar Strände vielleicht angucken. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. So, wir sind angekommen. Die Fahrt war wirklich gerade mal so eine Stunde, ist also vergangen wie im Fluge. Und wir sind relativ zentral. Unser Hotel ist also von außen so ein bisschen schäbig, halt so ein typisches Motel. Und ich bin aber fast schon erstaunt, dass es von innen echt in Ordnung aussieht. Und ich zeige euch es einfach mal kurz. Wir sind wirklich echt jetzt keine 3 Sekunden hier und haben schon überall irgendwie alles eingesaut. Also entschuldigt es einfach. Ja, man hat hier eine Couch, dann hier das Bett, was schön groß ist. Spiegel, Fernseher, nochmal ein größerer Spiegel. Dann kommt man hier schon zum Waschbeckenbereich, so Bügel und hier die Toilette. Also ja, eigentlich alles relativ schön groß und sehr sauber, also man kann wirklich nicht meckern. So, wir sind unterwegs und ja, gucken uns ein bisschen hier. You have anything to say? No. genau, also wir wollen uns hier ein paar Hotels angucken und sind jetzt gerade im Tropicana, was einfach mal eine Minute oder so von unserer Unterkunft entfernt war. Das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen, falls es Leute gibt, die das nicht wissen. Also Atlantic City ist sowas wie ein zweites Las Vegas, halt nur an der Ostküste. To get a really strong drink. So, wir haben uns jetzt gerade Cocktails geholt von Wet Willies. Gino sagt gerade, die sind dafür bekannt, dass sie richtig starke Cocktails haben. Und Gino hat den Get a Cab genommen und ich habe den White Russian genommen. So sieht mein White Russian aus und Ginos Get a Cab. Feuerrot. Direkt hier am Strand einen Biergarten und wir gönnen uns jetzt erstmal ein kleines Bierchen. Und wir haben uns noch ein zweites Bier bestellt und zwar das Victory Sour Monkey und ich habe mich erstmal total, also das hat erstmal 9,5%, also relativ viel und ich habe mich erstmal total gewundert, wieso das so extrem sauer schmeckt.
Ich dachte schon, es wäre vielleicht schlecht, aber dann habe ich nochmal die Bezeichnung gesehen und da steht es ja auch. Also es ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, um ehrlich zu sein. Weil es ist Abend und wir sind auf dem Weg, noch etwas zu essen irgendwo zu finden. So Leute, wir haben es wieder zurückgeschafft. Verlief auch alles wieder super gut mit der Autofahrt. Hat 3 Stunden oder so gedauert, ging alles reibungslos. Und ja, wie hat mir Atlantic City gefallen? Also ich würde sagen, mir hat es ganz gut gefallen. Ich fand es vor allem auch gut, dass wir das quasi so in Kombination mit Pennsylvania gemacht haben, was ja quasi dann schon mal um die Ecke war. Denn Atlantic City ist eigentlich nichts, wo man jetzt länger als so 2 Tage oder so sein muss. Man hat damals, als Atlantic City, also quasi dieser Strip gebaut wurde, hatte man natürlich ein bisschen Las Vegas im Hinterkopf. Es sollte so ein zweites Las Vegas werden, nur halt an der Ostküste. Und das ist dann aber irgendwie nicht ganz so gut gelaufen. Also es hat sich auf keinen Fall jetzt so derart etabliert wie Las Vegas und dementsprechend ist es natürlich auch wirklich nicht mal ansatzweise vergleichbar. Mich hat es jetzt eher so an so Bulgarien-Partyorte oder Mallorca-Partyorte erinnert, außer dass du halt eben noch 1000 Casinos hast und wirklich schicke Hotels. Aber auch die Hotels können natürlich nicht mit Las Vegas mithalten. Trotzdem fand ich es cool, das mal gesehen zu haben. Gambling wollten wir jetzt eigentlich nicht unbedingt machen an irgendeinem Automaten oder so. Wir waren kurz davor, oder Gino war kurz davor. Es war wie gestern ein ganz wichtiges Basketballspiel. So, sorry, Gino ist gerade reingekommen und hat mich genervt. Also, ich wollte sagen, gestern war ein ganz wichtiges Basketballspiel und Gino wollte eigentlich auf den MVP werten, also auf den Most Valuable Player, also der beste Spieler eines Teams. Und er wollte ursprünglich $100 auf den Player wetten. Das habe ich immer dann noch ausgeredet, weil ich finde, das ist viel zu viel Geld, um sowas so aus Jux zu machen. Wir haben uns dann auf $30 geeinigt. Allerdings konnte man gar nicht auf den MVP wetten, sondern nur auf ein Team. Und das wollte er dann eben nicht. So dementsprechend haben wir jetzt so mit Gambling und Wetten und so eigentlich im Prinzip nichts gemacht. Wir haben uns das alles angeguckt. Wir haben uns die ganzen Hotels angeguckt. Es gab ein Hotel, ich glaube Borgato oder so, das war nicht direkt, also ich weiß gar nicht, ob man das Strip überhaupt nennen kann, aber das war halt eben nicht so in dieser Partymeile, wo alles andere war, sondern ein bisschen weiter weg. Das wollten wir uns eigentlich heute Morgen dann noch angucken, aber wir haben ja die anderen 3 oder 4 Hotels schon gesehen und dachten uns dann ja, eigentlich ist es auch immer wieder das Gleiche. Also haben wir es dann gar nicht mehr gemacht und sind heute einfach nur nach Hause gefahren. Ja, und mein Fazit, also ich würde sagen, wenn ihr irgendwie mal in der Nähe seid oder so, lohnt es sich auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht von weit weg herkommen. Es ist wirklich nochmal deutlich trashiger als beispielsweise Las Vegas. Das erinnert eher so an teilweise in Orte in Europa am Strand. Und ich könnte mir vorstellen, nochmal zurückzukommen. Dann vielleicht im Sommer, dann wird nochmal wesentlich mehr los sein. Und dann kann man eben auch sich die Strände ein bisschen mehr angucken oder sich an den Strand legen und ins Wasser gehen. Das ist leider so ein bisschen flach gefallen, weil so gut war das Wetter dann leider doch nicht.
Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich freue mich, dass ihr mein Video wieder geguckt habt. Lasst mir gerne Like, Abonnement und Kommentar da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.